Seit Dienstagabend ist der Verkauf der ThyssenKrupp-Tochter Inoxum an den finnischen Konzern Outokumpu beschlossene Sache. Für den Standort Krefeld bedeutet dies wohl das Ende der Stahlschmelze. Die Westdeutsche Zeitung war vor Tor 2 und hat mit den Stahldorfern über die Konsequenzen gesprochen. Ich als Stahldorfer bin zwar nie am Stahlwerk tätig gewesen, aber fühle mich dem sehr verbunden und unterstütze die Gewerkschaft, dass vielleicht noch etwas anderes dabei rauskommt, als wie die Schließung von der Flüssigwarte. Viele unserer Kinder und Jugendlichen sind halt direkt betroffen, dass die Mütter und Väter im Stahlwerk arbeiten und die Großeltern. Ja, und auf lange Sicht, dass sie sich dann eventuell umorientieren müssen, vielleicht auch Wegzug. 10 Tage haben wir hier gestanden, haben Aktionen gemacht, haben gehofft, gebangt, haben auch ein klein bisschen Hoffnung jetzt. Die Auswirkungen werden sein, dass 2013 das Stahlwerk in Krefeld zur Disposition steht. Der kleine Hoffnungsschimmer ist unsere neue Technologie Dünnbandgießen. Wir hoffen, über diese Technologie wieder nach vorne zu kommen und dann schauen wir mal 2013 weiter. Wie ist denn Ihre Meinung zum Verkauf der Edelstahlsparte? Ja, also es ist Gott sei Dank ein bisschen gut ausgegangen, aber nur ein bisschen. Ich habe also immer noch die Befürchtung, dass es nicht lange hält. Und damit ist ein ganzer Stadtteil weg. Mit Thyssen, mit dem Edelstahlwerk, mit unserem Werk hier ist der ganze Ortsteil als Kahlschlag zu sehen. Es ist zwar eine sehr bittere Pille, die wir hier schlucken können. Und es tut uns auch um jeden Arbeitsplatz hier weh und leid. Aber das Wichtigste ist, dass die Familienväter, dass die und die, die sich ein Haus gekauft haben und was es da nicht alles für Kombinationen gibt, dass keiner am Fliegenfänger haften bleibt.